Ja, da fehlt jetzt noch eins, ne? Du hast eine Trophäe erhalten, Goldjunge. Tagesechse. Yeah, da kann ich jetzt wieder was Neues ausrüsten. Willst du mich verarschen? Ich habe jetzt schon wieder zwei Grifferzeichen bekommen, deswegen. Ja, komm, steh auf. Jawohl, Tatsache. Wie viel Geld habe ich denn? Faustkampfbandage. Gerade genug, um meine Knöchel zu schützen und etwas mehr Schaden zu verursachen. Ja, perfekt, nehme ich, klar. Sowas ist immer gut. Ups, zu weit zurück. Nee, da wollte ich hin. Kontern im Kontern. Ey, Mann, frei, klar, her damit. Max, Bart und Haare gehalten, was außer Kontrolle. Ja, Endzeit, also, macht ja nur Sinn. Schultersturm, ein Ansturm, der Feinde rückwärts stolpern lässt. Halten, halten. Brauche ich das? Mit der umgehenden. Bauschuss. Du kannst deinen nahen Gegner mit Schuld für einen Bauschuss nehmen. Ja, okay. Also das nehme ich. Ach komm, das andere nehme ich auch gleich. Ich hab's doch. Oh, kostet 100 und hab noch 6 Mal. Ich hab's doch nicht. Mann. Macht mich pleite. Das ist jetzt nicht so intelligent, was ich hier vorhab, ne? Aber ich habe keinen Bock, da hinten nochmal rumzulatschen. Komm, bring die Karre her. Da kann man nicht hinfahren. Hier kann man hinfahren. Piu! Einmal frei. Taxiservice. Funktioniert super. Kann ich nur empfehlen. Wo muss ich jetzt hin? Immer noch zum G, ne? Habe ich mich jetzt da wegen ablenken lassen. Aber so Verbesserungen sind immer gut. Die braucht man schon. Bereit für eine Rauferei? Ja, nein, eigentlich nicht so. Bäm! Okay, das ging schneller, als ich gedacht habe. Ja, das scheint doch ziemliche Lappen zu sein. Okay, der ist schon mal hin. Ja, und wenn ich gar nicht an die, wenn ich da gar nicht hin will. Hab doch gar nichts gemacht. Krass. Kann ich die Schrotter ja auch mit Würf. Kanister. Also die Schrottteile brauche ich auf jeden Fall. So viel steht schon mal fest. Also, was steht da? Schnellreparatur? Nein! Pff. Hunden ist. Pff. Habe ich einen Geldscheiße oder was? Nee, aber die Fracks sehen schön aus. Muss man schon mal so. Kann man schon mal so stehen lassen, ne? Das sind schöne Schrottteile, jawohl. Du Vollpfeife, echt. Jetzt sieht man doch, dass da Stahlträger sind. Ein bisschen im Weg. Na egal. Noch schon wieder welche. Boah, krass. Ja, gut, egal. Wir haben keinen Bock, die ganzen scheiß kleinen Schrottteile daraus zu kramen. Sind das alles Fracks hier? Kann ich die alle rausziehen? Oder bin ich hier gerade in einem Morgland und versink gleich? Das wäre voll uncool. Muss ich ehrlich zugeben. Ach, Sturm, halt ich um. Ich will jetzt keinen Unterschlupf suchen.
Mann, wo kommt denn der Sturm bitte? Ich sehe überhaupt nichts. Ui. Scheiße. Was heißt denn hier Unterschlupf? Uff. Oh fuck, kommt der schnell. Zählt das? Bitte sag mir, dass das zählt. Dass ich hier nicht gleich volle Breitseite abkriege. Alter, ist das krass. Hier gibt es Sandstürme. Wie lange hält denn so ein Ding an? Krass. Sieht das heftig aus. Ja, kannst du nicht gleich mal ins Reparieren rangehen. Alter, ist das heftig. Boah, da fliegt ein Auto. Ich glaube, ich bin hier doch ein bisschen geschützt. Anscheinend. Bin mir sehr krank. Ich guck mal. Interessiert mich jetzt nochmal. Aber wenn ich jetzt hier rausfahre. Oh, ja, okay, der Sturm an sich ist nicht das Gefährliche, sondern die Teile, die einschlagen. Das ist uncool. Es kann nicht sein, wie lange hält das Ding an? Ich muss jetzt trotzdem mal gucken, dass ich irgendwie weiterkomme. Ich glaube, der hört nicht so schnell auf, der Sturm. Probier halt möglichst nicht von irgendwelchen Teilen erschlagen zu werden. Gut. Ist jetzt leichter gesagt als getan. Was fliegt da rum? Oh, nice. Gib her. Muss vielleicht doch wieder in den Unterschlupf. Da ist gerade wieder was explodiert. Shit, ich fahre mal wieder davor. Und hoffe, dass jetzt... Alter, sind da Schrottteile. Riesige Schrottteile. Krass. Wie lange hält denn dieser Fucksturm? Schrott! Hund! Alter! Ich fahr wieder raus. Der soll kurz die Karre reparieren, dann fahre ich wieder raus. Der ist ja abartig. Griffer ist wieder da. Nice, dann kann ich gleich wieder aufhören. Alter, das mit dem Schrott ist ja krass. Ich brauche mehr von diesen Kisten. Boah, die hat mich jetzt böse erwischt, das Schrottteil. Nice! Ich liebe diese Kisten jetzt schon. Da vorne scheint noch irgendwo einer rumzukullern. Da. Oh shit, wo bin ich denn jetzt gelandet? Jetzt bin ich, glaube ich, echt in einem Moog gelandet. Komm schon, komm schon. Wo zur Hölle bin ich? Was hier an Teilen rumfliegt. Ist ja nicht mehr feierlich, ne?
Ich würde das Ding eigentlich gerne möglichst irgendwo kaputt machen, wo ich dann auch ein bisschen spielen kann. Yes, einwandfrei. So, du reparierst die Karre, ich hol mir den Schrott. Ey, das ist ja einwandfrei, um richtig schön Beute zu suchen, ey. Jawohl, und schon haben wir wieder was geschafft, wieder eine Herausforderung. Boah, nice. Und der Sturm ist auch vorbei, herrlich. Das hat sich doch jetzt mal richtig gelohnt. Ich überlege gerade, ob ich mir die da hinten noch hole, aber eigentlich habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich muss jetzt mal mit der Mission weitermachen. Das hilft ja alles nichts. Sonst kommen wir hier gar nicht voran. Ah, da oben war noch ein Sniper. Den kann ich mir noch genehmigen, bevor ich die Mission weitermache. Dann geht er mir schon mal später nicht mehr auf den Sack. Wo ist denn der Sniper? Der war doch da oben, ja. Da. Und gute Nacht. Sehr schön. Bedrohung verringert. Jeans Hoheitsgebiet. Sehr schön. Schon auf Stufe 4 Runde. Tage 6 Stufe 5 schon. Krass. Das geht gerade richtig gut. Also schnell und gut. Einwandfrei. Kann ich mir jetzt. Was waren hier noch, was ich mir vorhin schon kaufen wollte, mir nicht leisten konnte? Jetzt habe ich aber locker genug dafür, Alter. Kein Problem. Ich krieg neue Sachen. Schön. Was ist das? Auspuff. Okay, dafür habe ich nicht genug Geld. Alter, Felgen. Dicke neue Felgen. Mit Drähten. Mit voll den billigen Drähten. Oh, okay, ich hätte mir die doch noch holen sollen, hey. Abwehrstacheln. Ja, komm her, ey. Gar nicht mehr, was ich mir leisten kann, gar nicht mehr leisten. Das kommt da noch rein. Oh, Mann, ich brauche mehr Kohle. Okay, es hilft alles nicht. Ich brauche jetzt noch ein paar Dutzend, Tausend Schrott. Kann ich vielleicht dieses Lager überfallen? Da kriege ich doch bestimmt gut Schrott. Also da oben war dieser Weitschießer. Zum Beispiel. Was ist hier? Da ist gar nichts. Kann ich das Ding kaputt machen? Ja. Und klang. Ja, gut. War halt jetzt auch nicht mehr viel gebracht, nachdem der Typ nicht mehr drin hat. Das sind doch diese Rohre, da wo ich vorhin schon vorbeikam, wenn man es eigentlich relativ hart aussah, ne? Muss ich mir überlegen, ob ich da ein paar Weitschießer rausnehmen kann, damit ich das vielleicht später mal leichter. Oh shit. Ist da noch irgendwo einer? Da ist so ein Typ. Den kann ich auch gleich in die Luft jagen. Jetzt habe ich nur noch einen Schuss. Warcry, das ist auch wieder so ein Typ. Ätzend. Was ist denn das da? Lagersniper. Was? Molotow-Schleuder, ja, ihr seid witzig, ey. So wollte ich das sehen. Da kommt schon wieder ein Scheißsturm. Oder? Ist das ein Sturm? Sieht fast so aus, als ob das ein Sturm wäre. Hier ist ein Rohr, was anscheinend reinführt. Okay, das geht nicht rein und das geht anscheinend auch nicht rein. Schade. Das wäre natürlich klasse gewesen, wenn ich einfach durch so ein Rohr da locker easy reingekommen wäre.
Sehe jetzt aber hier auch nirgendwo einen Eingang. Ich probiere hier gerade irgendwie eine Röhre zu finden, die da reinführt. Oh shit. Insignia. Toll. Insignia war mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Jo, das war's dann wohl mit dem. Der lebt ja noch. Drecksack. Okay, vielleicht lebt er auch nicht mehr. Nee, tut er nicht. Boah, jetzt habe ich ja nicht die Leiche hier sinnlos durch die Gegend schleppen. Ist das einer von diesen Flammenwerfern teilen? Das wäre natürlich schon mal super, wenn wir das schon mal los sind. Jo, dann nehmen wir das halt jetzt systematisch mit der Harpune von außen auseinander. Das war nicht so gut versaut. Egal. Yes, äußere Verteidigung ausgeschaltet, Flammenwerfer auch weg. Dann würde ich jetzt mal sagen, dann werde ich da jetzt mal reinspazieren, ne? Kann ich da nicht? Eingeschränkt? Harpune. Ah, das heißt, ich kann die Harpune nicht benutzen. Sehe ich das richtig? Nee, ich will da jetzt auch nicht mit der Pumpe drauf schießen, das wäre auch bescheuert. So weit durch wollte ich gar nicht. Du reparierst das Auto, ich mache den Rest. Oh, Kanister. Jetzt nicht. Das war schon mal richtig clever. Jawoll, das finde ich gerade richtig nice. Mit diesem Viereck gedrückt halten Combo Breaker oder Combo Breaker am Ende. Der macht da nochmal richtig Laune. Und boom. Dann ist der letzte, komm. Zack. Du stehst noch. Bleib unten. Boah, das Kampfsystem ist so cool. Kommst du da richtig. Mit ein paar lockeren Tastendrückern kommst du da mit auf Kombos. Das ist so geil. Aber ich glaube, hier wird mal wieder nicht so viel Schrott für mich rauskommen. Wow, 5 Schrott. Genau das meinte ich. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich alles absuchen werde. Da oben sind. Da sind nämlich schon mal überall Leitern, die ich alle. Oh. Ist da drinnen noch was? Jo, Schrott. Puh, dann wäre ich mal gespannt, ob ich hier alles finde. Ja. Ist hier an sich was? Sollte man an meine Seele zerren. Heiliger, sei vorsichtig. Ja, ja. Kein Stress. Ich passe Obacht. Ja, hier ist gar nichts. Cool. Mal schauen, ob da oben irgendwas Hilfreiches ist. Ich will möglichst einfach viel Schrott bekommen. Aber gut, wenn ich das hier übernehme, dann kommen ja wieder die Verbündeten. Und dann übernehmen die ja schon mal für mich. Dann kriege ich da ja schon mal wieder gute Kohle. Muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, mein Mikro verabschiedet sich gerade positionstechnisch. Einen Moment. So. Entschuldigung, aber ich glaube, mein
Ja, okay, dann zerbrechen wir es also. Ja, mein Mikro ist weiter nach unten abgedriftet und deswegen kann es sein, dass jetzt meine Stimme etwas leiser geworden ist. Ich hoffe, das ist jetzt nicht aufgefallen. Habe ich auch gar nicht gesagt. Einfach gekonnt drüber reden. Als ob nie etwas passiert wäre. Du hast gar nichts gesehen.